Jetzt müssen wir in Riders of Icarus die dicken, fetten Hummeln jagen. Die Stufe 20 sind und wir sind Stufe 19. Also das ist jetzt nicht mehr witzig. Ja, das ist, ja, ist jetzt nicht mehr normal. Was haben wir denn hier? Lager, Jager, Jäger, Apotheke. Bestimmt Apotheke ist bestimmt Tränke. Nö. Ey, sag ja, das ist... Du kannst es nicht erahnen. Du weißt es einfach nicht. Er hat vor 40 Jahren als Gerber gearbeitet. Ja, auch nicht. Göttliche Küste. Erklärt, wo wir hier sind. Ne, das ist drinnen in der Wald. Okay. Ja, somit hat man einen Apotheker, der keine Tränke verkauft. Vielleicht erst nach der Quest und eine Auftragstafel, die keine Quest gibt. Das heißt, hier werden mit Sicherheit ein paar fortschreitende Quests sein. Also, ne, so, weißt du, was ich meine? Mini-Hummelchen. Aber... Ich muss ja sagen, ne, ist immer, egal was ich an kritischen Sachen finde, ist dieses, du guckst nach da hinten, denkst, leck mich am Arsch, da könnte was sein, hier könnte was sein, da könnte was sein, hier könnte was sein, da könnte was sein, hier. Aber im Kopf weißt du, ja, dass hier zwischen eigentlich nichts ist. Ja, also du guckst ja hier in die Richtung und du, im Endeffekt siehst ja, es ist ja nichts hier. Es tauchen hier zwei, drei Hummelchen auf und das war's dann auch schon wieder. Mit ein bisschen Gold und so. Aber, na guck mal, hier ist wieder so eine Eisenerz-Quest. Naja, die machen, also die machen Doppelschlag, die machen so einen Peak-Peak. Ich müsste, glaube ich, mal den Schaden, den ich bekomme, einblenden. Ach ja, ich wollte mal gucken hier. Nicht der? Okay, der ist das, okay. Das heißt 4R. Ein Wespenstachel. 4. Ne, fällt auch nicht um. Aber wenn ich den mache, kann ich auch den machen. Okay. Das bedeutet auch, dass ich im Endeffekt mit dem ganzen Zeug hier dann so und dann so arbeiten müsste. Probier das mal aus. Muss ja mal langsam hier auf eine vernünftige Combo kommen. Sprich. Ja, toll. 4, 5, 6, 7. Aber der ist ja nur aktiv, wenn als genau mit Fähigkeit verbinden. Bam, bam, bam. Was will er denn noch hier? Ach, ich brauche diese Hummeleier da einsammeln. Hatten wir doch vorher auch schon mal mit diesen komischen Wespen. Jetzt haben wir so selbe, genau dasselbe Zeug mit den Hummeln. Glaub mich, Hummels. Ja, das geht schon. CRC. Dann C, R, C. Ah ne, R, C, R. So rum. Hallo? Greifst du mal das Ding da an oder was? Ah, ich sehe die Bienenkönigin. Da oben, die dicke Sau. Die kann man bestimmt fangen. Nö. Ja, ist also, mir ist jetzt mittlerweile schon... Ich glaube, fünfmal oder so solche Sachen aufgefallen, wo ich gedacht habe, das muss man doch fangen. Das ist doch so ein tolles Ding, ist das doch. Was ist das denn? Achso, Stärke. Bug. Bug Increase. Okay. Ja.
Und irgendwie ist es dann doch nicht einzufangen gewesen. Traurig irgendwie, weiß nicht. Ich hätte es mir ein bisschen komplexer vorgestellt. Halt die Fresse, du Hummel. Ja, C. Ach ne, das war blockiert. Okay, machen wir so. Ja, es blockt. Du musst wirklich ganz schnell diese Kombos nehmen. Ansonsten blockiert er das weg. Und dann bringen die 10% auch nichts mehr. Gut. Also jetzt brauchen wir noch hier die dicke Mutter der Bienen und dann setzen uns wieder hin und essen einen Hasen. Wir müssen eigentlich Honig schlürfen. Wieso droppt denn hier kein Honig raus? Da müsste Honig rauskommen. Ja, komisch, weiß auch nicht. Kann ich euch nicht sagen, keine Ahnung. Ja, hat ja genauso viele Probleme, aber der Magier kann, glaube ich, hier drei Skills drauf knallen, dann ist so ein Ding weg. Und der Tank ist vom Tank-Verhältnis zum Damage-Dealen ist er nicht so optimal. Ja. Bevor ich mir das Ding da wegkloppen lasse. Was haben wir denn hier noch? Eisen, ja, sag ja genau. Salbeigras. Und die droppen auch alle nur diese kleinen Kackbeutel, also so seltene Beutel oder so, dass man sagt so, oh mein Gott! Ja, ist echt wirklich, wirklich sehr, sehr selten. Also. Ah, okay. Da unten hatten wir auch ein paar Quests. Es fehlt hier auf jeden Fall ein bisschen was. Mir ist auf dem P-Server, auf dem Project Icarus und Icarus Online hier auf dem Gedöns da hinten, ist mir das alles schon aufgefallen. Dass es eigentlich hier wirklich nur darum geht, draußen die Quests zu machen. Wenn man das Level hat, dann haut man sich in die Dungeon und ballert die Dungeon durch von morgens bis abends denselben Dungeon. Bam, 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 bam. Also ist hier nicht mit draußen Mobs abfarmen, ist anscheinend hier nicht wirklich die Zielgruppe. Mal ein bisschen rumgucken. Laufbursche, Abscheulichkeit. Kann man auch nicht einfangen. Beobachter. Aber die kann man einfangen. Laufburschen kann man nicht einfangen. Ja, also ist jetzt hier nicht so. Dass das jetzt hier irgendwie episch wäre. Denn Büffel hatten wir, ist jetzt zum dritten Mal, dass wir Büffel sehen. Ist zum dritten Mal, dass wir Wölfe sehen. Ist zum dritten Mal, dass wir irgendwas Pferdartiges sehen. Also es ist nicht mega. Mein,
Das heißt, man hat wenigstens nachher noch einen Grund, in die alten Karten zurückzulaufen, wenn der Content erweitert wird, um zu gucken, ob es noch irgendwas Neues gibt. Ja, dann gehen wir jetzt mal die Quest ab, werden Level 20 und dann rufe ich mal mein Lager. Mittlerweile braucht man hier auch eine über 300.000. Über 300.000 XP, hast du gerade schon gesehen hier, zwei Quests abgegeben, immer noch nicht Level up, jetzt aber. Ja, und da geht dann auch hier die Auftragstafel an. Also Wespen, Kloppen, wiederholbar, Materialbox, gibt dann irgendwelche Tücher oder so ein Scheiß. Ist jetzt unabhängig davon, dass man das macht wegen den Energietränken, ist es jetzt nicht wirklich erstrebenswert. Also wenn wir sowieso rumrennen, können wir die natürlich machen. So, wollen wir mal gucken hier, ob das Schwert überhaupt was bringt. 336 zu... Pff, es ist nichts! Genau das, was ich meine. Allein die Quest-Sachen sind stärker als die Kack-Dungeon-Sachen. Krank, oder? Hey, wofür rennst du dann in den Dungeon? Ganz ehrlich. Einmal den Auktion. Ja, ich weiß, ich sitze auf dem Pferd. Das geht damit nicht. Einziges, was dabei Sinn macht, ist, das Ding dann anstatt auf plus 7 auf plus 15 zu knallen. Das würde aber so teuer sein, dass das wiederum auch keinen Sinn ergibt. So, könnt ihr hier gucken, Stufe 20, zacke die du, nichts drin. Wie kann man das Ding ungebunden machen? Ja, muss ich an Ali fragen. Wie entbindet man ein Item Schwert ZB? Ja. Dann kommt jetzt nachher bestimmt die Item Shop, können wir mal reingucken. Beutel, die Beutel, die Beutel. Bum, 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 Erscheinungsspezial, nee. Ananasanzug. Geschlechtsneutral. Dü-dü-dü-dü-dü. Wieso ist denn da ein Sternchen dran? Ach so, man kann sich das jetzt hier... Ich meine... Was will ich damit? Ich hatte ja keine Werte. Die schreiben gerade Atius-Gipfel den Boss platt machen. Ich sehe keinen Atius-Gipfel. Seht ihr da was? Nö. Keine Ahnung, wo das ist. Ne, für die Entbindung gibt es nichts. Ja, ich schreibe gerade, entbinden geht noch nicht, weil es keinen Entbinder gibt. Ja, witzig, Alter. Was bringen hier die Bandagen? Boah, ist das teuer. Was ist denn hier mit Nahrung? Pff, als ob, ja, 20 Helm gibt es auch noch keinen. Gibt es irgendwas Gutes? Verteidigung, Stärke, Konstitution. Ich weiß gar nicht, ob der Crit-Rate drauf geht. Das sieht eigentlich nicht so aus, aber 6 Gold habe ich sowieso nicht. Daher. Machen wir mal hier 20.
2020. Gibt auch nichts Besonderes. Müsste auf jeden Fall Stärke drauf haben, so wie der hier. Aber nicht nur Stärke. Denn Intelligenz bringt mir wirklich gar nichts aktuell. Ja, bei Waffe ist echt übel. Also das ist, macht echt wenig Sinn. Aber Handschuhe mit Stärke, Crit und am besten dreimal Stärke. Ja. Ist auch voll buggy hier, diese komischen Schalter. Crit-Rate, Verteidigung, Willenskraft. Ja. Scheiße auch. Aber als Set gäbe Mana, toll. Zweier Set Konstitution. Bräuchte ich drei Teile davon. Der hier wird ja was bringen. Ein Gold 50, super. Können sich kein Mensch leisten. Ja, ey. Hier oben fehlt auch nach Berserker oder nach Wächter sortieren. Der hier wird was bringen. Kostet auch zwei Gold. Die haben auch echt ein Eier wandern. Verflucht, robuste, verflucht, brutale. Stärke, kritischer Schaden, physischer. Was? Okay. Ja. ...2,2 Gold. So, jetzt ist der Händler weg. Ja. Wird wohl nichts. Was mache ich denn jetzt damit, Alter, wenn das echt schlechter ist? Ich habe gedacht, wenn da unten steht, 100 DPS mehr. Dann hat er doch die physischen Angriffsdinger drin. Wieso ist es denn dann immer noch schwächer? Nö, so rum ist es wieder stärker. Gibt's doch gar nicht. Halte ich gerade wohl einen Debuff drauf, keine Ahnung. Er hat gerade rumgebackt oder so. So, jetzt nochmal das Lager rufen. Ich will nämlich das Schild raus haben. Wo ist es? Da ist es. Ich habe hier auch nochmal Schuhe. Kann ich auch auseinandernehmen nachher. Ich muss auf jeden Fall in den Dungeon gehen. So, zackididu. Jetzt ist es richtig schön. Quiet. Das ist ein guter Tausch, ne? 4% mehr ausweichen, 100 Verteidigung und fast 100 Angriff mehr. Ja. Ranzu, 15 mal gekurbelt hier, so sieht das jetzt aus und so sah es vorher aus. Wobei das hier besser aussieht, ne? Das sieht ja schon edel aus. Das sieht ja mehr aus wie, okay, das ist hier so ein doppeltes robustes Schild. Das hier ist dünner, das ist dicker und größer, okay. Und das Schwert ist gleich, ne? Ja, okay, der Griff ist ein bisschen anders. Ja, der Schaft ist ein bisschen anders. Na gut. Jetzt haben wir hier aber... Hier steht auch der Koch. Der kann nicht kochen, hier steht Apotheker. Der kann nicht apothekinieren. I can make just about any medicine with the right ingredients. Also die Sachen ins Lager packen. Oh, ich hänge hier, Alter, wie so ein nasser Sack im Stuhl. Packen wir die Sachen ins Lager, können wir die nachher auseinandernehmen. Ich muss, glaube ich, mal in Dungeon gehen. Verzeiht es mir bitte, wenn ich dann länger brauche.
muss auf jeden Fall Sachen zum Upgraden finden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich würde am liebsten versuchen, so bis 25 durchzumachen, dann die 25er Sachen abzugraden. Weiß auch nicht, ey. Das ist Schwert ist jetzt auch nicht die Bombe. Also ich habe es nur genommen, weil wirklich Kritrate und Stärke drauf ist. Am besten wäre nämlich bei dem Gewand halt noch was anderes drauf. Ja, wobei Gewandtheit aber auch Crit ist, ne? Ja. Kritische Durchdringung. Nude. Ich überlege gerade, Alter, ob ich mir nicht einfach die 20er Handschuhe und Schuhe da holen soll. Nochmal ins Auktionshaus gucken. Umso einfacher hätte ich es dann, durch den Dungeon zu wandern. Oh, nur Scheiß. Doch, das ist nicht schlecht. Eieiei, 10% Crit. Ich mir das holen für die nächsten. Oh. Bei 24 Verteidigung ist ja nicht viel. Ne? Das ist ja. Gibt es da auch Prozentverteidigung? Nochmal hier 2,5. Naja, gibt ja noch nicht viel Verteidigungsgedöns. Boah, 10% Crit, ey. Wäre ja schon derb, wenn man dann ständig kritten würde. Ah, keine Ahnung, ey. Erstmal gucken, dass ich jetzt erstmal weiterkomme hier. Was haben wir denn an Rüstung? Machen wir jetzt 20 raus. Und hier auch eine 20. Da habe ich nämlich nur Gesundheit drauf und Verteidigung. Ja. Ja, toll, ey, funktioniert wieder nicht. Wieder darüber. 1 Gold 50. Dann habe ich noch 1 Gold 60. Ja, sind nur die Schuhe, die hier Sinn machen. 60 Angriff mehr. Ist auch nichts da. Gewandtheit 7. Ach komm, was soll's, ey. Bevor ich nachher bis zum Ende hin das ganze Gold bunkere und nicht weiß, wohin damit, hole ich mir das einfach. Kann aber auch den Gesamtpreis nicht eingeben. Ich kann nur nach niedrigste sortieren. Was ist denn das hier? Was ist das? Schulterpanzer müsste ich dann wechseln. Ja, guck mal hier, jetzt, damit verliere ich 350 Verteidigung, wenn ich die jetzt anziehe. Da muss ich auch noch ein bisschen warten. Es ist ja nichts! Verteidigung bringt null.
Guck mal, ob ich jetzt 80 oder 77 habe. Das ist echt ein Witz. Ja. Hätte ich das mal eher gewusst. Nee, nicht Auktionshaus, Lagertyp. Hier, den hier wollte ich. Gut. Naja, mehr Angriff. Komme ich schneller durch. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde hier jetzt ein bisschen rumquesten, beziehungsweise werde mal ein bisschen überlegen, was ich mache. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.